Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Kids. Wir haben heute das Kid Wizard und der Wizard hat keine negativen Effekte, beziehungsweise die wirken nicht auf ihn. Und er hat zum Vergleich zum vorherigen Wizard wesentlich mehr Tränke plus 20 EXP-Flaschen. Banger. I gotta call my friend. Wait a minute, what I say I gotta do again? Minute to minute, I feel like I'm in the movie Momento, but I don't have a... Das ist schon echt krass. 20 Flaschen müssten 9 Level sein. Und jetzt geht's dann gleich los. In 4 Sekunden. Ich hoffe mal, wir bekommen gleich irgendwas Tolles mit Dia und so. Oh, 3 Dias. Oh, da hat aber mein Instinkt schon wieder zugeschlagen. Ich hatte es irgendwie im Blut, dass wir Dias bekommen und jetzt... Jetzt haben wir tatsächlich Dias bekommen. Ich produziere gerade ein bisschen vor, deswegen auch der gleiche Pullover. Nicht, dass ihr euch denkt, der hat tagelang den gleichen Pullover an. Nein, ich produziere ein bisschen vor, damit endlich die Folgen immer pünktlich kommen. Leben kommt zum Beispiel immer ganz, ganz spät. Und mir tut es ja immer auch so leid, wenn Leben so spät kommt. Und ihr schreibt mir dann immer auf Twitter oder so, ja, wann kommt Leben? Ich habe mich schon so gefreut, aber ich muss jetzt schlafen gehen und so weiter. Ja, es tut mir so leid, aber... Wisst ihr ja, manchmal geht's einfach nicht anders. Ich muss da, bevor es gar nicht kommt, kommt es lieber um 0 Uhr. Dann könnt ihr es euch in der Früh angucken. Ich werde demnächst versuchen, wirklich ein bisschen da besser zu gucken, dass das sich ein bisschen ausgeht. Weil ich möchte ja auch nicht, dass ihr dann irgendwie enttäuscht seid oder so, wenn mal eine Lebenfolge nicht kommt. 24 Fläschchen, gut. Jetzt gucken wir mal, wie viel Level... Level 9, genau. Das ist ja mal perfekt. Dann machen wir jetzt noch Schuhe, würde ich sagen. Für den Fallschaden. Und dann haben wir hier noch einen Drang der Schnelligkeit, ne? So. Aber dann nutzen wir lieber den Speedblock. Oder nee, wir nutzen den auch noch mit dazu. Weil dann kann ich auch noch schnell was essen gehen. Hallo? So, erst down. 47 Block ist der nächste Gegner schon wieder entfernt. Wir gucken noch schnell da oben rein. Perfekt. So, da unten ist jemand. Oh, oh, oh. 82 Blöcke, okay. Aufpassen, Thomas, aufpassen. Dann spare ich hier noch ein Gold. Dann kann ich mir nämlich was Schöneres machen. Hier habe ich schon wieder EXP-Bottles. Alter, 10 Level. Läuft auf jeden Fall bei uns. Dann, das Drang der Schnelligkeit, ne? Das Vergiftung und Langsamkeit. Ich muss echt ein bisschen aufpassen, was so das Werfen von Tränken angeht. Weil da bin ich nicht so gut drin. Und... Ja, jetzt gucke ich hier einfach mal. Oh, 7 Eisen. Wir könnten uns ein schickes Eisenhöschen machen. Das tut nämlich gut und das machen wir uns auch jetzt erstmal. Zack, super duper. Und ja, einen Apfel haben wir auch. Das heißt, wenn wir nachher ganz, ganz viel Gold haben, dann können wir uns sogar noch einen Goldapfel machen. Und hier ist ein Brustpanzer. Und den Barbarenbrustpanzer nehme ich immer, weil der hat... Hatte der nicht mal Schutz? Irgendwas vom Barbar hatte doch mal Schutz, soweit ich mich erinnern kann. Oder ich erinnere mich falsch. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Und ja, jetzt gucken wir gleich mal. Dann hat mir noch jemand in die Kommentare geschrieben. Das fand ich eigentlich einen sehr, sehr guten Kommentar. Er hat geschrieben, wieso ich zum Beispiel beim Kid Stomper viel, viel... extremer nur auf das Kit eingegangen bin. Also ich habe versucht, nur mit dem Kit Kills zu machen und so weiter. Das hat einen speziellen Grund. Und zwar, ich möchte natürlich in den Kit-Vorstellungen das Kit zeigen. In den Kit-Vorstellungen möchte ich einfach zeigen, wie das mit dem Kit funktioniert. Ich könnte natürlich auch die Gegner ganz normal killen, natürlich. Aber das mache ich ja dann in meinen... ganz normalen Endergames und sonst möchte ich das eigentlich gerne so machen, dass wenn ich hier bin und die Kids vorstelle, dass das dann auch wirklich eine Kid-Vorstellung ist und dass man dann auch sieht, wie man mit den Kids irgendwas tötet. Weil sonst macht das für mich zumindest wenig Sinn. Da oben ist jemand, der umlauert uns da die ganze Zeit, der macht mir ein bisschen Angst. Oh, jetzt habe ich die Tränke auseinandergetan. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer schaffe. So, wir könnten uns den Diamanthelm machen, aber ich mache das erst beim nächsten Port. Es leben nicht mehr so viele Spieler. Und wenn ich jetzt mit dem da oben geportet werde, dann mache ich mir schnell einen Diamanthelm. Und dann komme ich ganz schnell runter zu dir. Oh. Oh. Ja, wow. Eine Diamanthose. Die hat der eine jetzt wohl nicht bekommen. Das
Tut mir leid. Aber die habe ich jetzt dafür bekommen. So. Ah, erweiterter Tracker. Also ist ein Tracker gestorben. Okay, nicht schlecht. Und dann noch den Brustpanzer. Ja, gut. Habe ich gesagt, dass wir gut ausgerüstet sind? Ja, gut. Das habe ich hier. Die Werkbank, die wäre auch noch ganz schön nice. Zack. Perfekt. So, stellen wir uns die hier mal hin. Dann mache ich mir noch einen Diamanthelm. Zack. Und Gold haben wir ja keines mehr. Das bedeutet, wir könnten eigentlich enchanten gehen. Wir haben nämlich noch... Leute, wir haben so viele Tränke und wir haben noch nichts verschwendet. Das heißt, wir können jetzt bei diesen Kämpfen hier wirklich intensiv mit den Tränken arbeiten. Das finde ich richtig gut. Drei Gegner, das heißt, überall einen Regenerationstrank würde sich auf jeden Fall ausgehen. So. Moment. Zack. Supi. Überall einen Regenerationstrank und... Schnelligkeit. Ist das Schnelligkeit 2? Ja, dann hole ich mir nochmal Schnelligkeit 2. Und... Oh, noch ein Regenerationstank. Oh, oh, ein Goldapfel, den hätte ich gerne. Oh! Und wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ist er hinter mir? Ich sehe ihn nämlich nicht. Er ist irgendwie unsichtbar. Ganz schnell einen Goldapfel reinsnacken. So. Komm her. Okay, oh, der hat gesessen. Ich glaube, der hat deftig gesessen. Den müssten wir haben, ja, perfekto. 255 Blöcke, dann holen wir uns hier das Schärfeschwert. Läuft, Leute, wir haben noch immer 10 Level und bisher haben wir noch nichts verzaubert. Das sollten wir jetzt vielleicht auch mal tun. Ich wurde jetzt erst gerade geportet. Das heißt, dann verzaubern wir die Diamanthose auf Schutz. Das hier verzaubern wir auch. Okay, Wasseraffinität ist jetzt nicht so geil. Und hier schusssicher und verzaubern hier nochmal. Jetzt haben wir eh so viele Level 3 schusssicher. Ja, egal, dann sind wir gut gegen Bögen gewappnet. Und hier können wir den auch noch verzaubern auf Stärke. Das ist doch in Ordnung, Leute, das ist doch in Ordnung so. Oh, jetzt ist er weg. Unser schöner verzauberter Bogen ist weg. Egal, dann gehen wir jetzt einfach schnell auf den Gegner los. Und wir können auf den jetzt diese ganzen Tränke hier spammen. Also das gefällt mir schon ziemlich gut, ne? Wenn wir da jetzt so ein bisschen die Tränke spammen können. Würde ich sagen, trinke ich jetzt gleich einen Trank der Regeneration. So. Es ist ja nicht so, dass wir keine haben, nein. So, erstmal, let's go. Wir haben zwar keinen Bogen, das heißt, wir sind auf den Nahkampf... Wir müssen uns auf den Nahkampf spezialisieren, aber ist ja nicht so schlimm. Es sei denn, er ist irgendwie Teleporter oder so, dann sind natürlich unsere Tränke auch wirkungslos. Oder er ist auch Wizard. Das ist natürlich so eine Sache, das weiß ich nicht. Aber jetzt gucken wir einfach mal, was so abgeht. Und dann werden wir ihn töten. Aber wir sind echt richtig, richtig gut ausgerüstet. Und ja. Er wollte schon wieder enchanten. Wir könnten uns auch schon wieder einen Goldapfel machen. Aber Leute, das haben wir, glaube ich, gar nicht mehr nötig. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach geradeaus zum nächsten Gegner. Oh, aber hier ist noch ein Bogen. Ich hätte schon gerne einen Bogen. Das muss ich schon sagen. Damit würde ich mich ein bisschen sicherer fühlen. Gut. Noch mal schnell was reinsnacken, bevor es losgeht. Okay, Leute, ich bin aufgeregt. Noch ein Trank der Regeneration. Das ist ja Held. Sicher ist sicher, Leute. Sicher ist sicher. Und los geht's. Okay, also er ist auch enchanted, so wie es aussieht. Aber er schießt auf jeden Fall mit dem verzauberten Bogen von uns, den er bekommen hat. Okay. So. Aua, ich habe mich damit selbst getroffen, ich Idiot. So, ganz schnell Trank der Regeneration. Ah, aber... Das heißt, solche Effekte, die haben dann doch, die wirken auf uns dann doch negativ. Oh, und jetzt drauf. Und GG. Da, die Tränke haben uns jetzt richtig noch einen Vorteil gegeben. Auch wenn ich sagen muss, dass der auf uns gegangen ist. Also, das war schon ein bisschen komisch. Es stand ja dabei, dass ich keine... Ja... Also er hat jetzt gerade selbst gesagt, dass die Tränke wirklich richtig viel Schaden machen. Vor allem, wenn man die gut trifft. Und ich muss sagen, die habe ich jetzt eigentlich am Ende, hat man ja richtig gesehen, wie der richtig ins Face gegangen ist hier. Und ja, ich würde einfach mal sagen, mein Fazit zu dem Kit ist, Wizard ist wirklich ein sehr, sehr neutrales Kit, würde ich jetzt sagen. Es ist nicht schwach, es ist nicht stark. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein gut balanciertes Kit.
Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ist, wirken nur die Effekte wie Slowness, upsala, oh, meine Wasserflasche ist umgefallen, wirken nur solche Effekte wie Slowness und Vergiftung nicht, oder bekommt man auch keinen Direktschaden, aber ich zum Beispiel habe bei mir selbst Direktschaden bekommen, Vergiftung würde ich dann nicht bekommen oder wie, ist ein bisschen komisch, also vielleicht zählt ja auch dieser Direktschaden nicht zu den Effekten dazu. Das ist ja auch wieder was anderes. Aber gut, Leute, ich würde einfach sagen, von mir habt ihr eine Kaufempfehlung für das Kit. Es gibt natürlich bestimmt noch stärkere Kits derzeit, aber es ist auf jeden Fall ein Rundum-Kit und du hast auf jeden Fall keine Beschwerden, was Level betrifft, Verzaubern und so weiter. Und ja, also auf jeden Fall, ich werde es wieder spielen und ja. Haut rein, Leute. Macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und ciao.